Gesucht wird Jesus Christus. Komm, halt doch die Schnauze. Kannst du dir nicht vorstellen, dass ein Mensch, der 30 Schreibmaschinenseiten reden muss, diesen Sinn, dass man da einfach nur die Schnauze halten muss. Kannst es du nicht vorstellen, dann lass es dir von irgendjemand mit dem Hammer in dein Gehirn eindämmern. Es muss unheimlich schwer sein, anderthalb Stunden lang ruhig zu sein. Un festival, c'est triste, c'est terrible. Ça va être une fête pour les enfants, pour tout le monde. Mais parle un peu plus bas, merde! Crétin! Crétin! Vraiment crétin! Moi, je fais une fatigue de venir ici, tu comprends? Jette-les dehors, finis cette conférence de presse, merde! Ce sont les gens qui travaillent ici, mais le voto, idiote! Analphabet, Mongoloide! Sie wollen immer halbe Sachen, sie haben einfach Schiss vor Konsequenzen. Ja. Und wenn jemand sich aufregt, sie kommen mir so vor wie Gründgens, wo Finn immer sagt, der hat wohl Schiss davor, deswegen macht das nicht. Und das ist nämlich, wenn sie einen Erregten haben wollen, dann lassen sie ihn erregt sein. Und sonst sagen sie, er ist nicht erregt. Gut, ja, ich kann ja. Also! Aber ich möchte nicht zu viel. Also drehen wir es jetzt! Ja, ich möchte nicht. Los, machen Sie die Kamera und drehen den Scheißdreck runter! Ich rede jetzt nicht. Ich spiele es jetzt so, wie ich will und aus! Gut, ja, aber wir müssen natürlich wissen... Endlich aufhören, bloß mit ihr Hausfrauenanweisungen zu geben! Sorgen Sie dafür, dass eine Szene... Sie sind kein Regisseur! Sie müssen bei mir lernen! Nein, natürlich lerne ich nicht. Sie sind ein Anfänger! Natürlich bin ich ein Zwergenregisseur sind Sie, aber nicht ein Regisseur für mich! Jetzt beleidigen Sie mich besser. Beleidigen! Die Szene hier. Beleidigen! Sie können mich gar nicht mehr beleidigen, als dass Sie mir Regieanweisungen geben! Natürlich allein das ist ja eine Beleidigung! Ich gebe hier... Sie können zu mir kommen und sagen, Herr Kinski... Glauben Sie, nein, auch David Lean hat das gemacht und auch Brecht und Sie werden es auch tun, mein Lieber. Das werde ich nicht tun. Das ist der Mehrsinn. Das werde ich nicht tun, Herr Kinski. Das werden Sie ja sehen. Sie machen das Falscheste, was Sie machen können. Sie benehmen sich so plump und so blöd und müssten eigentlich schon wissen, dass man mich ganz leicht behandeln kann, indem man nur vorsichtig mit mir umgeht. Und das haben Sie anscheinend zu hören bekommen. Sie benehmen sich so plump. Wie noch nie einer in meinem Leben bei der Arbeit. Sie stolpern von einem Augen, von einer Stadt zum anderen und quatschen und quatschen und quatschen. Und ihr Gehirn funktioniert nicht so schnell wie meins. Halten Sie die Klappe. Denn Sie haben hier keine Funktion im Augenblick. Nein. Das ist meine Alte. Das ist was anderes, das ist privat. Wir unterhalten uns doch über den Film. Wir hören uns über den Film, oder? Sie unterhalten sich darüber, ob mein Mann ein Regisseur ist oder nicht. Das kann ich äußern, wie ich will. Wenn Sie wüssten, wie Arbeit im Theater oder im Film vor sich geht, dann haben das würde schon tausendmal einer dem anderen gesagt. Es geht ja nicht um Privatbeleidigungen. Privatbeleidigungen? Na, da müsste ich ja dauernd beleidigt sein. Ich bin nicht privat beleidigt. Ich fühle mich gestört in der Arbeit. Aber was Brecht oder David Lean oder was gemacht hat, ist mir völlig egal. Das ist Ihnen egal, weil Sie größenwahnsinnig sind. Und das müssen Sie sich eben abgewöhnen, mein Lieber. Kannst du nicht mehr, was? So, passt mal auf. Komm, halt deine Schnauze, damit du hörst, was ich jetzt sage. Und vor allen Dingen komm du jetzt hierher, der so ein großes Maul hat. Komm hierher. Der hat ja schon seine Millionen von Film. Komm her. Leute, ich bin kein großer Redner. Und es ist vielleicht möglich, dass man euch welche Christus suchen. Aber ich glaube, er ist es nicht. Denn Christus war, so viel ich weiß, duldsam. Und wenn ihm einer widersprochen hat, dann hat er versucht, ihn zu überzeugen. Hat nicht gesagt, halt deine Schnauze. Nein, er hat nicht gesagt, halt die Schnauze. Er hat eine Peitsche genommen und hat ihm in die Fresse gehauen. Das hat er gemacht. Du dumme Sau.
Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder die, die nicht zu dem Gesindel gehören, schmeißen die anderen raus, oder sie haben ihr Geld umsonst bezahlt. Schrei ich oder schrei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber schrei aber nicht. Leg mich doch am Arsch weg. Denke, Moment, ist überhaupt gekommen, wo ich dir in die Fresse haue. Was? Diesmal schlage ich in die Fresse, darauf kannst du dich verlassen, du. Diesmal sitze ich im Kostüm in deiner Scheißkarre in Holland. Mach zu, mach zu. Trau dir nur. Diesmal schlage ich dich zusammen, du. Trau dir nur. Wenn du zu frech wirst. Trau dir dieser nur. Streit hier, nebenbei mitgefilmt, betraf den verdienstvollen Produktionsleiter Walter Sachser. Zufälligerweise war ich einmal nicht gemeint. Eurer Gewichse mit eurer Freundschaft, ich möchte deinen Dreck. Ihr braucht einen Fotografen. Verstehst du? Na, mach doch deinen Scheiß! Der Anlass war vollkommen nichtig und ich selbst griff erst gar nicht ein, weil Kinski im Vergleich zu anderen Ausbrüchen eher milde wirkte. Friss, was du willst. Das ist ja schlimmer wie ein Zuchthauswärter, du Arschloch. Du willst mir bestimmt mal nichts zu fressen kriegen? Das werden wir erleben. Das nichts. Das ist auch ein Geisteskranker. Ein Problem mit dem Fotografen. Komm, leck mich doch am Arsch, Mensch! Hier, wir drehen einen Film! Und wir werden dich auf deinen Platz zurückverweisen, wo du hingehörst, du Idiot! Na, dann quatsch mich nicht an! Schreiereien wie diese waren allerdings ein wirklicher Schrecken, ein wirkliches Problem für die Indianer, bei denen Konflikte ganz anders gelöst werden. Du bist so bescheuert. Du bist so bescheuert, dass du dir nicht mal über die Konsequenzen klar bist. So bescheuert bist du. Das sind die Konsequenzen, die daraus gezogen werden, scheißegal, ja? Das weiß ich, dir ist alles scheißegal. Die sind auch die Leute immer scheißegal gewesen. Immer. Bist du mir scheißegal? Immer. Schreierei. Die sind die Leute immer scheißegal gewesen. Denn so blöd kann keiner sein, dass er nicht merkt, dass von diesem Schweinefraß kein Mensch leben kann. So blöd kann keiner sein. Fressen. Da muss man nur ein Arschloch sein, um das zu machen. Muss es ja nicht fressen. Verstehst du? Richtig fressen. Muss, dann fahr ich ab. Ja, fahr ab. Ist das Ungeheuer, was der mir erzählt?